Super Mario 3D All-Stars. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play Super Mario 3D All-Stars mit dem Zwergenfürst. Zu Let's Play Super Mario 64 für die Nintendo Switch. Zu Let's Play Super Mario Sunshine für die Nintendo Switch. Und zu Let's Play Super Mario Galaxy für die Nintendo Switch. Die drei Spiele haben wir hier in einer Sammlung zusammengefasst, in einer Collection, anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von des 35-jährigen Geburtstages von Super Mario haben wir hier die drei Spiele nochmal auf die Switch-Konsole geportet bekommen, drauf gepresst bekommen, mehr oder weniger remaked. Wir werden es ja sehen. Also Super Mario 64 ist noch in 3:4. So ist das Format, glaube ich. Sunshine haben sie ein bisschen aufpoliert, grafisch. Ein klein wenig. Und in 16:9 gemacht. Und ja. Super Mario Galaxy. Den zweiten Teil gibt es leider noch nicht dafür. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gab es hier nur den ersten Teil auf die Collection. Und ich würde mal sagen, wir fangen nach der richtigen Reihenfolge an und spielen erst Super Mario 64, danach spielen wir Super Mario Sunshine und danach Super Mario Galaxy. Ja, drei Let's Plays in einem. Und hier haben wir noch die Soundtracks. Super Mario 64, der Original-Soundtrack. Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Das, ja, die Soundtracks sind jetzt fürs Let's Play erstmal unwichtig. Ich würde mal sagen, schauen wir uns das mal an als erstes. Super Mario 64, 1997, erschienen am 1. März für Nintendo 64. Mario folgt einer Einladung der Prinzessin auf ein Stück Kuchen in ihrem Schloss. Dort empfängt ihn schaurige Stille, bis Bowsers Gelächter ertönt. Unser Held stürzt sich in zahllose Zauberwelten, verborgen hinter magischen Gemälden, um die Prinzessin aus Bowsers Klauen zu befreien. Das erste 3D-Abenteuer der Super Mario-Reihe feierte mit dem Nintendo 64-System Premiere. Die Steuerung per Analogstick wurde zum Standard für die späteren Meisterwerke der Serie. 5 Sprachen auswählbar, ich spiele natürlich in Deutsch. Und man kann es mit Pro-Controller spielen, danke Nintendo. Das muss man ja auch dazu sagen, das ist bei Nintendo ja nicht selbstverständlich. Gut, na dann würde ich mal sagen, starten wir ein Spiel, legen wir los. Und Let's Play Super Mario 64. Um das Spiel zu verlassen, mehr zur Steuerung zu erfahren, drücke Minus. It's me, Mario! Und damit willkommen Hallo. Zu Super Mario 64, dem Let's Play auf meinem Kanal. Es gab da schon mal ein Let's Play auf meinem Kanal, Super Mario 64 für den DS. Das habe ich schon Let's Played und abgebrochen. Ja. Da habe ich dann irgendwann die Lust und Laune verloren und habe dann ja Mario Pension ein, während ich hier rede. Wach geblieben, Mario. Ja, er schläft. Das ist unhöflich, Mario. Ja, und damit offiziell nochmal seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu der Nintendo Switch-Version zum Let's Play Super Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Auf geht's. Wenn wir hier Mario erstmal ein bisschen wie gewöhnlich die Nase verzerren, hier so ein bisschen am Gesicht ziehen. Ja. Das ist nicht die DS-Version remaked, sondern die N64-Version.
Da spielen wir auch mal die N64-Version. Ich habe hier bisher nur die... Jetzt ziehen wir die Mütze über die Augen. Ja. Ich habe hier bisher nur die DS-Version gespielt. Oh, da staunt er. Da fällt ihm gleich die Kinder drunter. Und hört, dass ich bisher nur die... Ja, die DS-Variante gespielt habe und nie die N64-Variante. Wird jetzt Premiere auch für meinen Kanal. Na dann. Pressen wir mal Plus. Und hier haben wir auch 4 Slots frei übernehmen können. Ich glaube, für die DS-Version waren es nur 3. Waren es nur 3, ja. Da hatten wir nur 3 Slots übrig. Ich nehme natürlich Nummer A. Slot A. Lieber Mario, komm mich doch einmal im Schloss besuchen. Der Kuchen steht bereits in Freundschaft. Toadstool. Hier noch Prinzessin Toadstool genannt. Und da haben wir den... Oh, wie hieß denn der nochmal? Schande über mein Haupt. Dass mir der Name gerade nicht einfällt. Ein bekannter Charakter aus Mario Kart. Die Schande ist hier so ein bisschen an dem Spiel... dass halt auch oben und unten Kanten sind. Dadurch hat das Ding rechts, links, unten und oben. Ja, Ecken. So schaut's leider aus. Herzlich willkommen durch eine Warpröhre bist du zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den B-Knopf zum Springen und den Y-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den A-Knopf betätigst. Der L-Stick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss. Ja, ist doch alles bekannt. Dann komme ich doch mit zurecht. Mit der Steuerung auch auf dem Pro-Controller. Hat man ein Mario-Spiel gespielt, kann man alle Mario-Spiele spielen. Keine Sache, eigentlich. Wir werden auch diesmal wieder versuchen... Also das haben wir jetzt, ja, was heißt diesmal wieder? Haben wir im DS-Spiel jetzt nicht so wirklich versucht, aber haben wir voll aufgegeben. Wir werden diesmal versuchen, die 20 Sterne zusammen und die Peach zu retten. So sieht's aus. Dort vorne ist das Schloss der Prinzessin. Sieh dich zunächst hier im Schlossgarten um. Drücke den B-Knopf, um zu springen. Ja, okay, das ist nochmal die ganze Anleitung. Nochmal von vorn. Jo. Jetzt kann man, haben wir hier schon den Dreifachsprung gelernt. Und hier können wir noch schon auf dem Boden ein bisschen rutschen. Und auf geht's. Lakitu heißt er. So hieß er. Das war sein Name. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakitu-Firma G versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Jetzt habe ich mich... Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach dem Power-Stern. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf diesem heiklen Mission begleiten. Er dient der Steuerung. Die Kamera bewegt man mit R. Was? Nach oben, um dich richtig umzuschauen. Du kannst die Perspektive beliebig verändern. Sollte sich jemals Blickwinkel irgendwie... nicht verstellen lassen. Er klingt nach dem Warnton, drücke B. Weitere zu spielen. Kameramodi werden mit R zugeändert. Ja, die ganze Steuerung, das ist mir doch bekannt. Kriege ich hin. Steuerung. Ja, ich glaube in Mario 64 DS hat man auch anfangs mit Yoshi gespielt. Da hat man mit Yoshi angefangen und musste Mario erstmal freischalten. Hier beginnt man sofort mit dem lieben Mario. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause. Also verschwinde besser wieder. Und da sind wir in der Haupthalle von Bowser's Castle. So sieht's aus. Und wir sprechen mal mit Toad. Da steht mir Toad rum. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Prinzessin...
Ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie mit, um seine eigenen Welten in den Kamellen zu erschaffen. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es 4 Welten. Beginne in der Welt der Bombs. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Juhu. Na dann, auf geht's. Sammeln wir ein paar Sterne. So, auf in das erste Gemälde. Wir hüpfen durch das erste Gemälde in die erste Welt. Da war Bob Oms Bombenberg. Besiege König Bob Om. Das ist unsere erste Quest. Na dann, auf geht's. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Power-Sterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke A, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen sind weibliche. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke A, um Schilder zu lesen. Mit A und B kannst du die Nachrichten umblättern. Stelle dich vor andere Freunde. Drücke A, um mit ihnen zu sprechen. Ja, die Störung müsste ein Medizinzimmer erklären. Bewege dich vorsichtig durch das Gelände, damit du keinen Opfer der Wasserbomben wirst. Die gegnerischen Bob-Oms lieben den Kampf und erfinden immer neue Angriffsvarianten. Sie terrorisieren uns, seit ihr König den Powerstern in die Hände bekommen hat. Hilf uns, den Stern zurückzuholen. Gehe zur Spitze des Berges, um König Bob-Om zu finden. Kehre zu mir zurück, wenn es dir gelungen ist, ihm den Stern abzujagen. Viel Glück. Machen wir doch das. Mit dir können wir nicht reden. Schade. Okay, na dann. Was machen wir den Blocken? Setze deine Fäuste ein, um dich zu verteidigen. Drücke B, um zu springen und Y, um zu schlagen. Drücke B und Y, um einen Tritt auszuführen. Gegenstände kannst du mit Y nehmen und werfen. Also so hier. Aha. Eine kleine Übung. Okay, wo geht der Block hin? Wie man Schilder liest, hast du hoffentlich bereits herausgefunden. Gleicherweise kannst du mit anderen sprechen. Aha. Sehr schön. Ich habe gerade geguckt, ob man den Sound ein bisschen lauter einstellen kann oder so. Ein bisschen verbessern kann. Nee, der ist so. Den Sound muss ich jetzt hier so lassen. Ein Gumba abgeschossen. Okay, jetzt ist der Block kaputt. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen in Ordnung. Die Musik im Hintergrund. Ich kann es nicht verbessern. Das ist Original-Sound wahrscheinlich. So, wo ist der nächste Gumba? Ist uns abhanden gekommen. Ja, rote Münze müssen wir jetzt noch nicht sammeln. Das ist jetzt gar nicht unsere Aufgabe. Ein paar Gumbas killen können wir jetzt schon. Das können wir durchaus mal machen. Sehr schön. Und ich renne geslidet. Ein Gumba. Oha. Wollte gerade sagen, hier mal schnell vorbei. Ja, hier sind auch einige Unterschiede zur DS-Version aufzufinden. Einige Sachen kann man hier schon gut sehen. Jetzt sammle ich doch rote Münzen ein. Da wollte ich nur mit den Gumbas spielen. Mach die Gumbas Platz. Oh, was ist mit der Kugel los? Ja, einiges wird mir jetzt auch unbekannt vorkommen. Da einiges hier Unterschiede, auch deutliche Unterschiede zur DS-Version aufweisen wird. So sieht's aus. Ist halt eine andere Version. Grundsätzlich ist mir das Spiel schon bekannt.
Ich habe es auch in einigen Let's Plays schon gesehen, bei Leuten. Also die ersten Level hier, die ersten Maps, die ersten Sterne sind mir schon bekannt, aber ja, zum Beispiel, dass wir hier durch können. Ich wollte gerade sagen, oder macht das nur die erste Version? Nein, das macht's nicht. Ist natürlich auch in der Version mit dabei. So, dann komm mal her. König Bob-Omb, ich fordere dich heraus. Ich bin König Bob-Omb, herrsche über alle Bomben und Gebiete der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Das wird die richtige Formulierung, wird nicht dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa, könntest mich von hinten nacken und besiegen? Niemals. Da fragt er uns gleich schon, wie wir das bewerkstelligen können. Ah, okay. Nacken ihn von hinten. Versuchen es zumindest. Oh wei. Ja, fail. Dann müssen wir hier gerade nochmal. Hat mir einen ordentlichen Fail geleistet schon in den ersten paar Minuten. Ja, ich werde dich bekämpfen. Werde ich von hinten packen und werfen. Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Okay. Und was war denn jetzt nochmal greifen? Es war noch A, oder? Nee, es war Y. Uff. Na komm. Den kriegen wir. Ist doch ein leichtes. Bleib stehen. Und lass mich hinter dich. Ein Gerne hier. Ja. Na komm. Verdammt. Greifen. Was machst du denn, Mario, hier? Hat schon ihre Chancen. Ich finde das Greifen noch nicht so richtig hin. Ich brauche nochmal ein Tutorial. Ich glaube, ich brauche nochmal ein Tutorial, bevor wir den Kampf machen können. Ich habe gedacht, ich verstehe es schon, aber muss man dann doch nicht alles durchlesen. So, das ist doch die Taste zum Werfen. Sehr gut. Einmal müssen wir noch traditionell immer dreimal den Gegner mal dreimal besiegen. Was ist das bei Super Mario? Auch König Bob-Omb muss hier dreimal geworfen werden. Und dreimal in Folge. Na komm, vielleicht können wir ihn irgendwie verwirren. Wenn wir in die andere Richtung rennen. Verdammt. Und der ist schnell. Na komm, das kriegen wir. Stell mich bloß ein bisschen blöd an. Na komm, hinter dich. Können wir über ihn drüber springen? Das wäre vielleicht eine Lösung. Ist es irgendwie nicht. Jetzt hat er nicht gepackt. Nein! Ach, Kacke. Müssen wir jetzt von vorne anfangen, oder was? Fängt der Spaß von vorne an. Nee, wir waren noch auf der Ebene. Was greifst du denn? Warum greifst du denn nicht, Mario? Es ist doch hier die Greiftaste. Na komm. Hast schon viele Chancen, Mario. Das dauert hier heute bei mir so lang. Noob. Noob, Noob. Was passiert, wenn ein Noob Super Mario spielt? Nein. Das wird mir geschleudert. Am Arsch.
sind wir ganz unten. Ach. Ja, unangenehm, peinlich. Findet noch mehr Worte in den Kommentaren dafür. Ja, man sieht den Anfänger in mir. Von den Kugeln lass mich aber nicht treffen, sagte er. Ja, es läuft gerade eher schlecht als recht. Na komm, hier hoch. Nehmen wir durch die Abkürzung. Von den Kugeln lässt er sich nicht treffen, sagte er. Ja, wir wollen hier alles mal gesehen haben. Das ist ja alles mal ein bisschen Fails auch. Das gehört mit dazu. Wollen wir hier alles zum Ziel vom Spiel präsentieren. Wir wollen ja hier auch Fehler sehen und wollen ja auch so ein bisschen, ja, muss auch so ein bisschen alles gezeigt werden. Deswegen machen wir es hier nochmal von vorne. Ganz von Anfang. Ja, genau das. Das war meine Intention. Und auch das Game Over wollte ich euch mal präsentieren. So sieht das aus. So sieht das aus, wenn man stirbt. Verliert man Leben und dann... Ich will fürs Let's Play das alles nochmal, ich will das alles ausführlich präsentieren. Versteht ihr? Das ist alles gewollt. Das ist Absicht. Wer was anderes behauptet, der lügt. Und das Greifen haben wir verstanden. Müssen das nicht von einem Goomba besiegen. Ja. Ich ziehe das Let's Play nur in die Länge. Ich will das ja jetzt hier nicht schon nach 2-3 Parts schon beendet haben. Ich will ja jetzt hier. Will ja hier ein bisschen was. Will ja, dass das Let's Play eine Weile dauert. Versteht ihr? Das ist natürlich auch meine Absicht, dass das ein bisschen in die Länge zu ziehen. Damit wir nicht sofort fertig damit sind. Versteht ihr? Damit ihr ein bisschen Spaß dran habt, ein bisschen mehr davon habt. Ach du Scheiße. Ömer spielt Fortnite. Schmeiß ich nachher aus meiner Freundesliste raus. Nee, Spaß. Ich bin König Bob-Bomb und so weiter und so fort. So, na komm. Ins Graven wollte ich und werfen wollte ich. Na komm, das muss doch jetzt. Ein Hechtsprung. Ist hier nicht das Mittel. Unsere Wahl. So, und wirf. Sehr gut. Jetzt ist er aufmerksam. Und das muss so einfach nicht an ihn ran. So ein kleines Ablenkungsmanöver machen. Und jetzt. Kippbooster. Verdammt. Ich war schon hinter ihm. Und zack, die Duster. Dann war es hier gleich gelöst. Na komm. Lass uns nur von ihm nicht werfen. Ist der erste Stern unser? Na komm. Gib auf, König Bob-Omb. Ich kann das ewig so weitermachen. Hinter ihm kommen müssen wir einmal. Okay, über den Springen ist nicht die Möglichkeit. Na. Und jetzt hinter ihn und pack. Verdammt. Ich muss kurz hinter ihm stehen bleiben und dann. Sehr gut. Wirf den Käse. Wie, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trag ihn mit Stolz. Bis dann. Das ist unser ärgster Stern. 19 weitere verbleiben. Here we go! Beste Leistung. Naja, beste Leistung war das nicht. Aber gut. Besiege König Bob-Omb. Wir speichern und machen weiter.
Du hast einen der gestohlenen Power-Sterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin, im ersten Stock oder in Wumms Festung, im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Power-Sterne. Wir zählen auf dich, drücken dir die Daumen.